Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Project Zomboid. Ja, ich musste das aus Hals über Kopf schlagartig verlassen. Ihr seht hier, was mir im Nacken liegt, die ganzen Zombies. Ich habe mich außerdem verletzt an einem zerbrochenen Fenster und habe mir auch zwischenzeitlich kurz meine Weste hier ausgezogen und die zu Stofffetzen zerrissen, damit ich zumindest irgendwas zum Verbinden habe. Überall diese Zombies. Die geben einfach auch keine Ruhe. Boah, ist wieder so viel. Komm, lasst mich jetzt in Ruhe hier. Ich muss versuchen, möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Das Häuschen scheint einladend zu sein, aber leider verschlossen. Nein, doch nicht. So, durchklettern. Erstmal schließen. Kann ich hier... Nein, ich kann keine Vorhänge zuziehen, aber ich bin praktisch wieder in der Zwickmühle. Ey, wo kommt denn der hier rein? Okay. Boah. Haben die mir jetzt einen Schrecken eingejagt? Auf lange Sicht sollte ich mir jetzt dann auch mal was für die Nacht suchen. Hey, wo führen wir uns hier hin? Das ist zumindest ein hoher Zaun, das wäre also gar nicht mal so schlecht für eine Base. Ich renne jetzt da einfach mal entlang und stelle fest, dass ich eine riesengroße Horde am allerwertesten kleben habe. Ja, sag mal. Aber mich würde das schon faszinieren. Was ist denn das hier? Das scheint mir so eine Art Lagerabteil zu sein. So, folgen mir die noch? Oder kann ich hier rein? Ah, zugesperrt. Ah, aber vielleicht komme ich durch die Hintertür. Ui, ein Lagerhaus. Drahtnägel. Aber ich glaube, habe ausgerechnet... Verdammt. Ja, ich habe ausgerechnet Zombies am Hals. So, die Brause nehme ich mal mit. Gut, dann erstmal hier rein. Da bin ich erstmal sicher. Und irgendwer oder irgendwas ist da vor der Tür. Von daher muss ich jetzt wirklich äußerste Vorsicht walten lassen. Erstmal einen Schluck trinken. Oh verdammt. Aber zumindest scheinen jetzt die Zombies von oben weggelockt worden zu sein. So, in dem Müllkanister, Benzinkanister. Vielleicht kann ich den ja noch brauchen. Hier wäre ich auf alle Fälle von zwei Seiten schon mal durch diesen hohen Zaun geschützt. Aber nur ein Buffet. Hier scheint so eine Art Einkaufsmeile zu sein. Burgers und alles, was dazugehört, gibt's hier. Ja, durchs Laufen mache ich natürlich unnötig
viele Geräusche, aber ich muss erstmal ein bisschen an Entfernung gewinnen. Und sollte mich auch langsam mal nach einem Nachtlager umschauen, verdammt. Noch mehr Zombies. Sag mal. Ja, komm. Ist aber auch wieder gut hier. So, da unten sind auch noch zwei. Die haben mich auch schon auf dem Kicker. Soll ich die nur alle loswerden? Lauter schöne Gebäude stehen hier, die ich rein theoretisch looten könnte, aber ich bin bei Spiffos. Das kann ich mir nicht entgehen lassen, da möchte ich reinschauen. Vielleicht der Hintereingang? Verdammt. Abgeschlossen. Komm, gib Ruhe. Hol dir einen Spiffo-Burger, dann hast du das Sättigungsgefühl auch. Da brauchst kein Menschenfleisch dafür. Oh, ich bin sogar reingekommen. Schließe Tür, schnell! Verdammt, hier schaut es echt schön aus. Richtig gemütlich. Ins Biffos Burgerhaus. Auch der Waschbär hier zu sehen. Oh. Die sind schon eingedrungen. Okay, sie kommen von allen Seiten. Oh shit. Okay, ich muss raus hier. Verdammt. Das ist ja eine riesengroße Horde da. Vielleicht kann ich sie hier in den engen Gängen ein bisschen ablenken. Ja, denkste. Ein schöner Garten hat sich der angelegt. Brutal. Mir kommt so vor, als ziehe ich hier sämtliche Zombies zusammen. Aber ihr könnt mir eins glauben, das ist definitiv nicht meine Absicht. Da kann ich sie durchs Haus ablenken? Nein, leider nicht. Aber ich glaube, jetzt habe ich erstmal, ja, eine kleine Verschnaufpause. Puh. Das war jetzt aber auch eine Hatz. So, hier geht's rein. Und hier scheint es auch erstmal sicher zu sein. So, Vorhänge zuziehen. Oh, wenn ich da hinten raussehe, dann ist es da alles andere als sicher. Ausschalten. So, hier auch Vorhänge erstmal zuziehen. Da haben wir auch noch einen Vorhang. Allgemein alles schön verbarrikadieren, was geht. So ein Tortenstück, das essen wir gleich mal. Nur um ein bisschen zu überstehen. Okay, Glühbirne brauche ich erstmal nicht. Backform, Chips. Ein zweites Nudelholz kann sicherlich nicht schaden. Sofern der erste zu Bruch geht. Ich habe ja noch ein bisschen Platz in meinem Inventar. So, Fertiggericht, Mehl, Dosen. Schokolade. Hier scheint es
Ist es hier sicher? Ich hab ein bisschen Respekt vor der Horde, die da hinten lauert. Aber ich hätte hier noch einen Laken, den ich anbringen kann. Und es wird langsam auch finster, von daher bringe ich hier mal das Laken an und lass das mal runter. Und ich glaube, dann schlafe ich erstmal. Eine gesunde Mütze Schlaf kann sicherlich nicht schaden. Ui, es ist stockdunkel draußen. Wenn ich jetzt rausgehe, glaube ich, dann bin ich verratzt, oder? Aber ich kann auch schnell vorstellen. Zumindest, oder? Geht das? Normalerweise müsste jetzt gleich wieder Tag sein. Mein Charakter ist gelangweilt. Nochmal schlafen kann er nicht, aber ich könnte sogar das Bett abbauen. Haben wir vielleicht hier noch was Lootbares drinnen? Auch nicht. Okay, aber vielleicht kann ich mit meinen vorhandenen Gegenständen ja irgendwas machen. Vielleicht was Brauchbares. Elektrotechnik, Holzspeer, Steinaxt. Gibt ja doch einiges an Zeugs. Okay, Durst hat auch schon. Ne, da ist erstmal nichts dabei. Wie geht's eigentlich meiner Bandage? Meinem linken Unterarm? Ui, jetzt bin ich mittlerweile schon gekratzt, oder wie? Aber normalerweise dürfte das keine Auswirkung haben. Wenn ich Glück habe. So, noch was zu essen mitnehmen. Die Wassermelone, da esse ich mal die Hälfte. Und dann geht's gut gestärkt in den zweiten Tag. Die erste Nacht ist jetzt zum Glück rum. Beschäftige dich oder lenke dich ab. Gab's hier nicht irgendwo eine Zeitung zu lesen? Da hinten gab's doch ein Bücherregal, dachte ich, oder? Eine Zeitschrift. Dann soll er die erstmal lesen. So. Dann ist er auch nicht mehr ganz so gelangweilt und ja, dann schaue ich erstmal nach draußen. Vielleicht hat sich die Horde. Ja, die Horde hat sich weiter bewegt. Zum Glück erstmal. Okay, ich kann leider den Holzzaun nicht abbauen. Ah, da unten ist sie jetzt aber. Da oben sind sie auch. Aber vielleicht schaut es hier hinten besser aus. Okay, raufgehen brauche ich auf keinen Fall. Aber da unten. Ah, zerbrochene Fenster. Und ihr hört es ja von drinnen auch. Aber da ist eine schöne Holztruhe. Ups, nicht schließen. Da durchklettern. Und mich würde es schon interessieren, was es hier so gibt. Okay, Nägel. Einen Football. Aber der Football allein bringt mir nichts. Gut, dann gehe ich hier wieder raus. Durchklettern. Und das Fenster lasse ich mal offen. Sollte ich hier nochmal herkommen, dann weiß ich ja zumindest. Oh! Da habe ich ihn gleich. Tür und Tor geöffnet. Ui, da oben die Horde.
Überall kommen sie raus. Da unten wären zumindest Baumstämme. Kann ich die mitnehmen? Die Baumstämme hier? Ja, die kann ich mitnehmen. Boah, 9 Kilo wiegen die. Oder 9 Einheiten Gewicht. Okay, das Klo ist zugesperrt. Aber da gibt es wahrscheinlich sowieso nichts Lootbares. Von daher... Ui. Eine Garage. Bretter. Die nehme ich gleich mal mit. Still und heimlich. Ach, sag mal. Was gab's denn hier noch? Eine Plane. Allmählich geht mir die da hinten mächtig auf den Geist. Vielleicht, wenn ich hier so rumschleiche. Ah, da oben kommt wieder ne Zombie-Dame. So, die Plane möchte ich schon ganz gern mitnehmen. Weil vielleicht kann ich mir aus der was Brauchbares bauen. Oh je. Oh je, Mini, oh je, Mini. So, dann gehen wir hier erstmal rüber. Okay, da ist ein Zombie. Im Gehölz versteckt er sich. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt für mich, wie ich das Ganze hier besser machen kann, um nicht, ja, nur hier fast auf Achse zu sein und auch mal was Produktives zu machen, dann dürft ihr mir ruhig diese Infos zukommen lassen. Ist ja echt übel, was hier los ist mit den ganzen Zombies. Geben ja gar keine, du. So, es fängt an zu regnen. Ah, da ist sogar noch einer. Stiehlt sich hier mitten raus, aber ich glaube, das ist der einzige. Ja, dann komm her. Nein, nicht der einzige, oben noch. Und unten auch noch. Die hören das ja. Das ist ja echt krass. Zu. Auch zu. Überall zu. Na, hier komme ich rein. Durchklettern. Schließe Fenster. Oi. Jetzt bin ich gleich fällig. So, hier lass mal offen. Ui. Eine Praxis. Bandagen. Antidepressiva. Was gibt's noch? Desinfektionsmittel. Nie verkehrt. Desinfektionsmittel. Wow, 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 wow. Nichts wie raus hier. Ich bin schon wieder gekratzt. Wir dann gleich mal desinfizieren. Und eine Bandage anlegen, eine ordentliche Bandage. Dass ich auch schnell wieder gesund werde. Ja, ihr Lieben, die... Oder beziehungsweise eine nächste Folge von Project Zomboid ist wieder am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin, euer Warhead, ciao.